So, hallo. Ja, ein Projekt von mir, das ich neben Arx Fatalis machen werde, ist Roost. Das habe ich schönerweise zu Weihnachten bekommen und das wird, denke ich, auch mein erstes Blind Let's Play. Ja, ich habe nur mal die erste Mission gespielt, die ist sehr schnell durch. Die werden wir auch jetzt nochmal spielen. Da ich nicht unbedingt so ein ja, super Stratege bin, werde ich einfach mal auf Anfängerstratege machen, weil gut, ich spiele zwar für ge gelegentlich, aber ja, ich bin nicht unbedingt so super. Und es nervt mich auch, wenn ich manche Passagen dann irgendwie oft machen muss und dann sie irgendwann schaffe. Das ist auch ein bisschen blöd fürs Let's Play. Deswegen auf Anfänger. Möchten Sie einen neuen Spielstand? Ja. Bin kein Pro-Gamer. Ich bin Anfänger. Verdammt. Ja, während den Dialogen werde ich mal nichts sagen. Ihr Nest, over. Prometheus Identität noch unbekannt. Prometheus unbekannt. Over. Admiral Canaris ist nicht mehr in Flossenburg. Die Deutschen haben ihn nach Schloss Colditz verlegt. Canaris verlegt nach Schloss Colditz. Over. Hat mich eingeschlossen. Wurde vielleicht entdeckt. Bitte wiederholen. Over. Ich habe Hände hoch! Hände hoch! Nachtigall! 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 Was zum Teufel machen wir denn noch hier? Ich dachte, wir sollten längst mit Sheridan in Berlin sein und ein paar Fräuleins küssen. Der General will es so. Und einem Drei-Sterne-Helden widerspricht man eben nicht. Wie viele willst du? Gib mir vier. Aber warum gerade hier? Ich dachte, wir hätten ein Rendezvous mit den Russen an der Elbe. Na, angeblich sollen wir ein hohes Tier aus einem deutschen Gefängnis holen. Ja, und das Oberkommando dachte, dass nur Sheridan so eine Aktion hinbekommt. Du willst vier? Ich will das Ass sehen. Ich hab ein Ass. Gib mir vier. Zeig mir das verdammte Ass! Mann, 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 Mann. Muss wieder einer ausflippen. Tja, typisch Amerikaner. Der Rest der Armee zieht ohne uns los. Wir haben eine Sondermission. Durchbrechen der deutschen Linien bei Leipzig. Und die Einnahme von Schloss Colditz. Gestern. Schnelligkeit hat höchste Priorität. Wir können den Deutschen keine Zeit lassen, sie zu verhören. Ist das klar? Jawohl, Sir. Hey, Kowalski. Ich wette, du hattest nicht mal ein Bild. Oh Mann, General. Danke für Ihren Einsatz, Joe. Wir wissen, dass Sie hier in Schloss Colditz ist, gleich auf der anderen Seite der Stadt. Das ist Pech für Leipzig. Wir müssen da mitten durch. Ja, es wird ein Rennen gegen die Uhr. Joe, werden Sie es schaffen? Auch ich will unbedingt herausfinden, wer dahinter steckt. Also los. Yay, es geht los. Yay. Los geht's, juhu. Ja, das ist unser tolles Schlachtfeld. Gut, hier sind teilweise die Filmsequenzen etwas, ja, oft gesetzt. Kann ich die eigentlich wegklicken? Ich weiß nicht. Scheinbar nicht. Ah doch, jetzt, yay. Die Truppen warten auf ihre Gut, was haben wir? Ein Panzer. Ja, Steuerung ist, ja, gewöhnungsbedürftig. Man muss natürlich erstmal... Ja, ja, an die Front drücken, leck mich am Arsch. Das weiß ich selber. gut, also zum HUD. Jetzt sieht man noch nichts. Später wird man links oben das Produktionsmenü sehen. Man muss, wenn man normalerweise Strategiespiele spielt, auch erstmal in der Steuerung umstellen, dass man die Befehle wieder mit rechts gibt und die Einheit markiert bleibt. Weil sonst werden die Befehle standardmäßig mit links gegeben und die Einheit wird wieder deselektiert. Ist ein bisschen blöde. Ja. Wir haben drei Panzer. Ich glaube, es sind ja hier Super Firsing oder wie auch immer man die ausspricht. Ja, mit einem doppelten Linksklick wählen sie alle gleichen Einheitenarten in der Nähe aus. Weiß ich. Ganz unerfahren bin ich auch nicht. Ja, noch eine. Oh.
Bewegen Sie den Ghost dich in den Feind heran. Ich weiß es. Na, so dumm bin ich auch nicht. Ja, noch eine Besonderheit des Spielfelds. Es befindet sich auf so einem lustigen Tisch und außen herum sieht man immer die Basis. Hier mit Charakteren und sowas. Man könnte sagen, ist vielleicht von Supreme Commander ein bisschen abgeguckt, aber ist immerhin ein bisschen anders. Und ist auch wirklich für die Strategie ziemlich förderlich. Das Oberkommando will sie wieder zurück. Und zwar alle. Ja, 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 ich weiß. Ich muss also alle Panzer in einem Stück zurückbringen. Die Südseite der Brücke muss für die leichte Infanterie gesichert werden. Ja, Panzer haben in dem Sinn eigentlich keine Hitpoints. Umso dunkler sie werden, umso mehr sind sie beschädigt. Wenn sie ein Ausrufezeichen haben, dann haben sie Angst und wollen fliehen, weil sie gleich sterben. Und sie sind jetzt noch halbwegs normal. Aber ich glaube, die reparieren sich dann auch noch kurze Zeit wieder. Hier sieht man zum Beispiel den Grünen, der flüchtet gerade und brennt wie blöde. Ja, gut. Werden wir dann nachsehen. Nach dem Erfüllen eines Missionsziels wird das Spiel automatisch gespeichert. Das ist schön. Schwere Panzer sind ideal. Allerdings ist es natürlich blöd, wenn ich nebenher Ax Fatalis spiele, wo ich immer manuell speichern muss. Ah ja, man sieht hier, die Panzer haben aufgehört zu brennen und blinken nicht mehr. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Ich glaube, hier hin. Sterbt. Los, sterbt. Aua, ich krieg voll eins auf die Glocke. Das kann ich gar nicht haben. Ja, ich bin echt ein super Stratege. Also beim ersten Mal hat es besser geklappt. Alliierte Fallschirmjäger, General. Gut gemacht. Stürmen Sie Schloss Kolditz. Ja, und wieder so eine dumme Filmsequenz, die mir voll auf die Nerven geht. Ich hoffe, das ist in den anderen Maps dann nicht so. Weil das geht einem wirklich auf die Nerven. Hallo, ich will spielen, ich will Strategie anwenden. Ich kann keine Filmsequenzen gebrauchen, die meinem Gegner Zeit geben, sich zu bewegen. Gut, okay, ist zwar die erste Map, aber wenn es nachher so ist, dann ist das richtig nervig. Panzer 4, sehr leicht, ja. Sicher sehr leicht, Ja, man sieht auch meinen Panzer, der vorhin gerade eben noch ein bisschen schwarz war, ist auch wieder hell. So heißt, jetzt ist er auch wieder ganz. Die regenerieren sich also selber. Ich habe übrigens von diesem Spiel, habe ich die Beta gespielt und ich habe die Demo auch gespielt. Also von daher weiß ich schon so im Großen und Ganzen, wie das Spiel funktioniert. Und deswegen ist das ein bisschen nervig mit diesem Tutorial, aber naja. Muss sein, muss sein. Der blaue Kreis hier, oder ja, das blaue überhaupt, das zeigt mir die Schusslinie meiner Panzer an. Oh, verdammt, ey. Ich meine, noch größer geht die Einblendung nicht, oder? Das ist ja nicht mehr auszuhalten. Okay, ich muss hier nach Schloss Kolditz. Mit den Panzern geht's noch super. Und ich bin ein super Stratege, haha. Nicht. Aber naja, Schloss Kolditz erreichen. Hey, das war schon das Missionsziel. Toll. Dort ist das Schloss. Sir, wir haben Bericht über ein Bataillon schwerer Panzer. Kann man ja eigentlich auch planen? Sie, die wollen Schloss Kolditz entsetzen. Weiß ich nicht. Muss ich nachher noch rausfinden. Ist mir auch egal. Passt schon. Sir, schwere Panzer gesichtet. Ja, ich seh's. Die Tigerpanzer vernichten. Nö. Nee. Mache ich nicht, ich tu nur so. Guck mal, der ist schon wieder schwarz. Was soll der Scheiß? Nicht, dass ich was gegen Schwarze hätte. Aber in diesem Spiel sind die nicht unbedingt förderlich. Ich weiß, ich habe das gerade eben erzählt. Du musst es mir nicht nochmal sagen. Hör zu, du Spiel, ey. Unsere Kampfbomber sind auf dem Weg, Sir. Verbündete Kampfbomber im Anflug, Sir. Ja, verbündete Kampfmütter im Angriff. Oh.
Verdammt, wie das nervt, diese Scheiße. Ich hoffe, das passiert später nicht nochmal. Hey, du sollst auch mitkommen. Die Tigerpanzer vernichten. Plus 250, yay. Ja, ich weiß. Ich bin großartig. Mal sehen, ob wir auch schnell genug waren. Mal sehen, ne? Mal sehen. Prometheus zu identifizieren. Der Dreckskerl hat, ich dachte eigentlich, dass man bei einem Strategiespiel nicht so viel reden kann in einem Let's Play, aber hey, es funktioniert. Man kann lästern ohne Ende, weil dieses Spiel teilweise, naja, Macken hat. Jedes Spiel hat Macken. Gut, aber kann man nichts machen. Hey, ich werde aufsteigen. Denke ich mal. Mal gucken. Toll. Jetzt, gerade wo er loslegt, klicke ich auf Weiter. Typisch. Egal. Kann ich dann nachher nachschauen und so wichtig ist das auch nicht fürs Let's Play. Mein Gott, Angie!